Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Grünen im Bund fälschen die Expertenberichte zur Kernkraft. Ihren Koalitionspartnern von FDP und SPD ist's egal. Die Grünen in NRW wollen den Begriff der Clankriminalität verfälschen. Ihr Koalitionspartner, die CDU, steht betreten daneben. Nur zwei Beispiele aus der endlosen Reihe grüner Irrsinn mit freundlicher Unterstützung von CDU, SPD und FDP. Genauso wie bei unserem heutigen Thema, den sogenannten Klimaaktivisten. Und da fangen wir gleich mal mit diesem Begriff an. Das sind keine Aktivisten. Das klingt ja so nett nach aktiv. Nein, meine Damen und Herren, das sind schlicht und ergreifend Extremisten und Kriminelle. Jedem ist das klar. Es sei denn, er ist Grüner oder er hat sich von den Grünen abhängig gemacht. Und wir werden hier in wenigen Minuten den nächsten Nachweis dafür erleben. Warum? Ganz einfach. Ich habe Ihnen heute einen Antrag mitgebracht, der 1:1 das einfordert, was die CDU im Bundestag als Antrag gegen die Klimakleber eingebracht hat. Aber hier, gleich bei der Abstimmung über eben diese Bundes-CDU-Forderung, da wird die NRW-Union das ablehnen. Warum? Weil sie hier mit den Grünen regiert. Sie will die Klimakleber nicht härter rannehmen. Sie sollen weiter mit Suppe und Kartoffelbrei gegen das kulturelle Erbe der Menschheit vorgehen, weiter unsere Straßen blockieren, weiter Menschenleben gefährden, ohne dass wir justizpolitisch nachschärfen. Allerdings, die Lage ist noch alarmierender. Wer noch vor ein paar Jahren geglaubt hat, dass unsere freiheitliche Demokratie tatsächlich in Gefahr geraten könne, wer noch dazu geglaubt hatte, diese Gefahr ginge womöglich gar nicht nur von außen, also von erklärten Antidemokraten wie Nazis, Islamisten oder Kommunisten aus, sondern von innen, nämlich von den selbsternannten Demokraten, dem hätte man wohl vorgeworfen, zu viel George Orwell, Alexis de Tocqueville oder Fahrenheit 451 gelesen zu haben. Leider ist es aber so, dass man Orwell genauso wenig zu wenig lesen kann, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was bei uns gerade abläuft, wie Franz Kafkas Der Prozess oder die großartigen Schriften von Alexis de Tocqueville. Exemplarisch für diese Bedrohung von innen, für unseren Rechtsstaat und die Demokratie samt Meinungspluralismus ist der Chef des Inlandsgeheimdienstes Thomas Haldenwang. Die Schweizer Weltwoche titelt: Der Verfassungsschutz, eine Gefahr für die Demokratie. Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichel stellt fest, Geheimdienstchef verharmlost grüne Gewalt. Und das ist noch sehr nett für das, was dieser Mann so von sich gibt. Über die Klimaextremisten der letzten Generation, die selbst von einer neuen grünen RAF faseln, von Pipeline-Sprengungen, von grünen Partisanen, über diese Leute sagt er, Zitat, das Begehen von Straftaten macht diese Gruppierung nicht extremistisch. Damit solle ja nur die Politik aufgerüttelt werden, sagt er. Und der Chef des Verfassungsschutzes gipfelt in der völligen Verkehrung der Wirklichkeit. Sie, also die Klimaextremisten, würden sich, Zitat, damit ja gerade nicht gegen die freiheitlich-demokratische Ordnung richten. Und dieser Mann ist Chef des Geheimdienstes. Dieser Mann soll unsere Verfassung schützen. Dafür wird er von uns bezahlt. Das wäre sein Job. Dass Menschen durch Straftaten ihren politischen Willen durchsetzen wollen, weil es aus ihrer Sicht, Zitat Luisa Neubauer, keine Zeit mehr für Demokratie gibt. Dass also die gewalttätige Umgehung demokratischer Regeln die pure Erfüllung des Extremismus-Tatbestandes darstellt, Haldenwang lügt es nicht nur weg, er verkehrt es. Ins Gegenteil, er applaudiert der gewalttätigen Erpressung der Politik durch Apokalyptiker. Meine Damen und Herren, wer seinen Job derartig verfehlt, der muss weg, und zwar schnell. Das eigentliche Problem sind also nicht die paar Klimairren, die uns terrorisieren wollen. Eine solche Herausforderung löst man zügig mit den Mitteln des Rechtsstaates, festnehmen, aburteilen, ohne Kuscheljustiz, und das war's. Das eigentliche Problem ist auch nicht, dass sie der x-te Aufguss einer der immer wiederkehrenden Weltuntergangssekten sind. Herr Gott, alleine die Zeugen Jehovas haben schon mehrfach den Weltuntergang prophezeit. Heute klingeln sie harmlos dann und wann an unseren Türen und keiner nimmt sie ernst. Das wirkliche Problem ist, dass der grün-linke politisch-mediale Komplex diesen Kriminellen Deckung gibt. Sie verharmlost und unterstützt, und das bis rauf zum Geheimdienstchef. Derselbe Geheimdienstchef, derselbe politisch-mediale Komplex von Grünen bis CDU, von ARD bis Spiegel, der das Eintreten
für Verhältnismäßigkeit und Grundrechte im schlimmsten DDR-Sprech als Delegitimierung des Staates denunziert und verfolgt. Eines der bizarren Ergebnisse deckt der Staatsrechtler Professor Murswig auf. Ich zitiere ihn aus der Legal Tribune. Eine Kette des Versagens hat dazu geführt, dass im Juli 21 im Ahrtal 134 Menschen ums Leben kamen. So viel ist ein Jahr später klar. Das schrieb die Frankfurter Rundschau im Sommer 22 zum Flutversagen. Inzwischen ist das allgemeiner Konsens. Von Behördenversagen, Staatsversagen oder schlicht vom Versagen der verantwortlichen Politiker ist jetzt in vielen Presseberichten die Rede. Aber noch vor wenigen Monaten im Verfassungsschutzbericht, der am 7. Juni vorgestellt wurde, wurden die, die das so gesagt hatten, als Extremisten angeprangert. Zitat Ende. So schützt der Verfassungsschutz nicht mehr vornehmlich die Verfassung, sondern stattdessen die Regierung vor demokratischer Konkurrenz und Kritik. Frei nach dem Motto, wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem. Es ist ja Beginn der Verwirklichung des von Orwell literarisch erfundenen Wahrheitsministeriums. Staatliches Handeln richtet sich immer weniger nach sachlich Richtigem, sondern nach ideologisch Gewünschtem. Ihre Fehler und Fehlentwicklungen sollen mit derartigen Gummiparagraphen gegen Kritik immunisiert werden. Aber wer sich gegen Kritik abschottet und sie bestraft, das zeigt die Geschichte, wird noch größere, noch schwerwiegendere Fehler begehen. Wir erleben das bei Ihrer dümmsten Energiepolitik der Welt, bei Ihrer gescheiterten Impfpflicht, bei der von Ihnen verantworteten Inflation, der Migration, die nicht geregelt wird, der Bahn, die nicht mehr pünktlich kommt, der Post, die teilweise gar nicht mehr kommt. Die Liste ist lang. Wer all das kritisiert, delegitimiert aber nicht den Staat, sondern kritisiert die sichtbaren Mängel ihrer Politik. Nicht wir delegitimieren das Vertrauen in den Staat und die Demokratie. Sie delegitimieren sich selbst. Und da Sie sich auch in gottgleicher Hybris mit dem Staat und der Demokratie gleichsetzen, delegitimieren Sie die gleich mit. Aber, meine Damen und Herren, von der selbsternannten Gemeinschaft der Demokraten, Sie sind nicht der Staat, Sie sind Politiker auf Zeit. Und Zeit wird es, jetzt endlich beherzt gegen die Klimakriminellen vorzugehen. Aber während sich alle anderen Parteien den Grünen unterwerfen, verspreche ich für uns als AfD, wir werden uns dem grünen Unsinn, der so schädlich ist für unser Land, nicht anpassen. Wir werden uns diesem gefährlichen Irrsinn niemals unterwerfen. Herzlichen Dank.